Wir sind zurück in Nürnberg. Durchgang 2 an diesem Freitagabend. Der erste FC Nürnberg gegen den FC St. Pauli. Nürnberg in Rot von rechts nach links. Keine Veränderung auf beiden Seiten. Vor der Halbzeit bereits der Wechsel, der jetzt nochmal angezeigt wird mit Gislason für Kempe. Wir haben bereits eine Entwarnung zu vermelden aus dem Innenraum der Nürnberger. Es gibt offensichtlich keine schwerwiegenden Probleme bei Tobias Kempe. Er konnte allerdings nicht weiterspielen und wurde ja auch vor der Halbzeit noch ersetzt durch Rui Gislason. St. Pauli unverändert, braucht dringend ein Tor, um ja nicht noch tiefer in den Abstiegskampf zu geraten, als sie ohnehin schon sind. Man will punkten, man will gewinnen, das ist das, was zählt. Einzig Siege werden retten für St. Pauli. Kammerbauer. Jagba. Edgar Sali zusammen mit Jagba auf der linken Seite. Rechts deutlich offensiver mit Brečko. Und Kempe. Mal schauen, was jetzt Gislason macht. Zunächst mal Matausch, aufgepasst von Zierhuis. In der Innenverteidigung zusammen mit Lasse Sobig. Da müssten sie eingespielt sein. Da haben sie jetzt in den letzten Spielen nichts verändert. Duziak rechts in der Verteidigung hat dort seinen Platz bekommen. Statt Hornschuh in der Startelf. Einwurf Nürnberg. Ballverlust von Gislason. Jetzt mal die Chance für St. Pauli, schnell zu machen. Choi. Aber so nicht. Gut aufgepasst von Hanno Behrens, der aus Darmstadt kam und zum ersten FC Nürnberg wechselte. Sali auf der linken Seite kann durchaus auch mal mit Geschwindigkeit kommen. Möwald. Kammerbauer. Choi, raus zu Sobota. Jetzt ist mal Platz für St. Pauli und den können sie jetzt vielleicht endlich mal nutzen. Gegen Brečko. Die Flanke deutlich gefährlicher. Schäfer zur Stelle. Aber so muss es gehen, wenn sie mal Platz bekommen. Schnell nach vorne spielen über Sobota. Der Spielstock ist genauso wie Sahin, die wirklich Gefahr ausüben können. Boadus ohnehin gefährlich in der Mitte. Choi kann zusammen mit Boadus vorne agieren. Eckstoß, St. Pauli. Hoffnung für die Kiezkicker. Nierich. Bubada rausgeköpft von Behrens. Einwurf für Aziz Boadus. Sobich, Sahin. Nierich gegen Mühl. Der Jagba vertritt. Ball versprungen bei Cenk Sahin. Buchtmann, Stunde gespielt in Nürnberg. Ein Punkt, der zu wenig sein kann für St. Pauli, aber es wäre zumindest der nächste kleine Schritt nach dem Unentschieden gegen Sandhausen, wobei das doch zu wenig war. In Überzahl zu Hause gegen Sandhausen, da muss eigentlich mehr gehen für St. Pauli. So wird es jede Woche spannender, schwieriger, doch noch drin zu bleiben. Im Zweifel 15. werden, das ist das Ziel. So wie vor 2 Jahren in der ersten Spielzeit mit Ewaldin. Im Jahr darauf 4. Jetzt geht es wieder, die Relegation zu vermeiden. Und dann nicht gegen Osnabrück, gegen Kiel, gegen Magdeburg oder eine der vielen Mannschaften, die noch die Chance hat, dort oben zu landen, spielen zu müssen, um es irgendwie zu schaffen, am letzten Spieltag drin zu bleiben. So wird es vermutlich werden, wenn es St. Pauli gelingt. Ein vorzeitiger Klassenerhalt könnte schwierig werden. Und dann gilt es ganz am Ende, alles zu geben, dass es irgendwie reicht, um in der zweiten Bundesliga zu bleiben. Sobota, nächste Chance über links gegen Bulthaus. Nächste Flanke, Schäfer vor Boadus.
Bader, Sie haben zumindest mal an Kontrolle gewonnen, ganz anders als in Halbzeit 1. Sobota abgegrätscht von Bretschko. Gibt Eckstoß für St. Pauli. Gut gemacht von Sobota, aber auch von Bretschko. Klasse verteidigt, der schon so viel erlebt hat mit dem ersten FC Köln. Im vorletzten Sommer kam nach Nürnberg, rechts gesetzt ist. Eckstoß St. Pauli, wieder Bernd Nierich. Foul von Buchmann gegen Matthausch. Der Rempler wird geahndet, schnell ausgeführt mit Behrens. Sally, aber rechtzeitig nach hinten gelaufen bei St. Pauli. Deswegen den Konter verhindert. Jagba und Kammerbauer. Sally. Jagba, Matthausch. Abgeblockt. Zweiter Anlauf für Matthausch. Und Gislason. Keine Gefahr. Erste Chance durch den Mann, der zur Halbzeit kam. Rui Gislason. Aber Nürnberg hat stark nachgelassen in Durchgang 2. Das nochmal diese klasse Aktion von Bretschko in der Verteidigung gegen Sobota. Dort haben sie wenig Probleme. Vorne allerdings doch deutlich weniger zu sehen als im ersten Durchgang. Kempe fehlt, das merkt man beim ersten FC Nürnberg. Sahin nicht rangekommen, der spät geholt wurde. Ausgeliehen ist von Istanbul Başakşehir aus der türkischen Liga. Hanno Behrens. Jagba war einige Monate vereinslos, früher in Frankfurt gespielt und jetzt endlich auch Einsatzminuten beim ersten FC Nürnberg. Sahin, Nierich rüber zu Sobota. St. Pauli versucht es, aber es ist insgesamt alles etwas zu langsam, zu ideenlos bei den Kiezkickern, um wirklich mal gefährlich zu werden. Immer wieder nach außen abgedrängt. Guadus, keine Gefahr. Gislason dazwischen. Also das muss klar verbessert werden. Das ist die Aufgabe für die nächsten Wochen. Vorne wieder kreativer werden. Tore müssen erzielt werden. Sally. Und jetzt die Chance für Nürnberg. Hat er mächtig Platz gegen Sobich. Was macht Sally? Möwald. Gislason. Abgeblockt. Zweiter Ball für Möwald. Und Behrens. Starker Abschluss von Arno Behrens. Heerwagen hat nicht reagiert. Schauen Sie mal, der schaut da zu, hat vermutlich geahnt, dass der Ball vorbeigeht. Gehofft, dass er nicht ins Tor geht, aber ein richtig guter Schuss von Arno Behrens. Immer noch keine Wechsel bei St. Pauli. Es gibt Alternativen mit dem Kapitän der zweiten Mannschaft, die in die Regionalliga spielt, mit Jan-Marc Schneider, der als Stürmer kommen könnte, die auch in den letzten Spielen unter anderem gegen Sandhausen. Aber noch wechselt Ewaldin nicht hier in Nürnberg. Christopher Buchmann, 10 Minuten bleiben im Frankenstadion. Duziak. Gislason wird stärker, aber kann den Ball von Bretschko nicht kontrollieren. Jetzt wird gewechselt beim ersten FC Nürnberg. Kammerbauer geht. Markel Ishak wird kommen, auch einer, der im Winter kam. Und bei St. Pauli wird nicht Schneider kommen, sondern der Nati, ausgeliehen aus Bremen. Für ein halbes Jahr, für eine halbe Spielzeit bei Werder gespielt. Jetzt wieder zurück auf St. Pauli. Und also der erste Wechsel von Trainer Ewaldin. Das ist der neue Mann beim ersten FC Nürnberg, der jetzt eingewechselt wird mit Michael Ishak für die Spitze beim Club.
Choi. Lennarty, erste Aktion. Pass war schön gedacht für Sobota, kommt aber nicht an. Brechko dazwischen. 5 Minuten bleiben in Nürnberg. Um für St. Pauli dieses wichtige Tor zu erzielen, nach dem Unentschieden gegen Sandhausen. Irgendwie mal wieder treffen. Zuletzt 0-0 gegen Hannover, 0-1 gegen Aue, 0-0 gegen Sandhausen. Sie warten jetzt schon mehr als 3 Spiele auf ein Tor. Das letzte gegen Berlin, auch das wurde verloren. Nerich. Duziak, wer versucht es nochmal? Şahin, der kann den Unterschied machen. Dieser Cenk Şahin hat schon so oft getroffen in den wichtigen Momenten. Ist zwar nicht der Torjäger, aber die wichtigen Tore kann er machen. Wieder am Ball, Şahin, Nerich, raus zu Duziak. 1 Minute plus Nachspielzeit im Frankenstadion. St. Pauli versucht es nochmal, kein Abseits von Duziak. Buchtmann, irgendwie nochmal durchkommen, Nerich. Lennarty, aber schauen Sie mal, das dauert immer alles die Sekunde zu lang, die Idee zu spät, um mal wirklich gefährlich zu werden. Jeder Pass wird zunächst mal nach hinten mitgenommen. Buchtmann, Şahin und jetzt ist Sally dazwischen, beendet diese Angriffsbemühungen St. Paulis. 2 Minuten werden nachgespielt, der erste FC Nürnberg kommt nochmal mit Jagba. Martausch. Jagba, gut verteidigt. So, Nachspielzeit abgelaufen. Aber gibt es noch die Chance für St. Pauli? Nerich gibt es nicht mehr. Das war es hier in Nürnberg. 0-0 im Frankenstadion an diesem Freitagabend, weil beide Mannschaften das Tor nicht erzielt haben. Nürnberg im ersten Durchgang klar besser mit Riesenchancen durch Möwald, durch Martausch, durch Kempe im zweiten Durchgang. Lange Zeit nicht zu sehen vom ersten FC Nürnberg. Auch durch den Wechsel. Kempe hat gefehlt in der zweiten Hälfte beim Club. Später nochmal die Chance durch Gislason. Und durch Behrens, andere Seite St. Pauli, wirklich selten, wirklich gefährlich vom Tor von Schäfer. Es gab Bemühungen, über links zu kommen, über Sobota, aber unterm Strich zu wenig bei den Kiezkickern. Der Punkt sicherlich glücklich nach dem ersten Durchgang. Sie werden den mitnehmen. Nächste Woche dann der nächste Versuch am Wochenende gegen Würzburg, dann auswärts Düsseldorf. Das können die Spiele sein, die vielleicht die wichtigen Punkte bringen. Andererseits wird es langsam eng für St. Pauli. Und sie müssen allmählich planen, dass es zumindest mal ein ganz schwieriges Saisonfinale wird auf dem Kiez für St. Pauli. Nürnberg nächste Woche dann mit dem Heimspiel gegen Aue. Das war's hier aus dem Frankenstadion. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Nürnberg und bis dann.